Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Sniper Elite 5 im Multiplayer-Modus, natürlich hier wieder im Teamspiel und natürlich mal wieder live auf Twitch. Die Aufnahme geht hier weiter, der Stream natürlich auch. Wir waren bis jetzt ziemlich gut dabei, haben zwar beide Runden verloren, aber der letzte sehr knapp. Da stand 57-60, also das hätte noch ganz anders ausgehen können. Und jetzt sind wir auf einer sehr schnellen Karte, der Trident-Brückenkopf, wo sich alles sehr schnell ändern kann. Es geht ja auch schon los hier drüben. Guck mal, da liegt schon der erste am Boden. Spartaner haben die Führung übernommen, aber das heißt hier nichts. Da sind wir bestimmt in 10 Minuten fertig. Ich glaube, das wird wieder eine Folge sein, wo wir vielleicht sogar zwei Maps spielen in einer Runde. Also, in einer Folge. Guck mal. Hoppla. Aber Trident Brückenkopf ist ja dafür... Okay, das ist unsere Mine. Ist ja dafür bekannt, dass der ziemlich schnell sein kann. So, da oben ist auch schon der Erste. Ist aber einer von uns, zum Glück. Zum Glück. Da! Huch! Aha. Wo kommt der her? Ah, ich sehe schon. Ich hoffe nur, da kommt keiner. Danke dafür. So viel dazu. Ich hoffe, da kommt keiner. Ach du Scheiße! Der Assassin! Wie hat der denn gewusst, dass ich da bin? Na, vielleicht war ich noch markiert von irgendjemandem. Das kann ich mir vorstellen. Aber genau gewusst hat der, wo ich bin, obwohl ich mich hingelegt habe extra noch. Wow. Er steht jetzt schon 4-9. Wir haben gerade mal 2 Minuten gespielt. Aha. Okay, das war interessant. John Doe. Der Erzfeind von der letzten Runde. Okay, dem gönne ich den Kill. Irgendwer sitzt übrigens auf einem anderen Boot drauf. Wahrscheinlich ist das John Doe, der hier gerade einen nach dem anderen erledigt. Und da unten sehe ich schon wieder Abstimmung gestartet. Zum Rauswurf von John Doe. Na, Glückwunsch. Es geht also wieder los. Man darf nicht zu gut sein, denn dann kommt sofort die gelbe Schrift da unten. Mit der Ankündigung, wenn genügend Leute abstimmen, wirst du gekickt. So, aber mittlerweile weiß ich, wo der sitzt. Alles klar, super. So, gucken wir mal ein bisschen. Neue Posi, da war ich noch nie so weit vorne. Könnte interessant sein oder auch nicht, weil wir hier nicht lange überleben. Schön. Okay, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen zusammenreißen. Warum sind wir eigentlich nur 5? Warum sind wir so wenig? Die anderen sind 7. Aha. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen zusammenreißen. Ich glaube, es ist schon zu spät, um zu sagen, die Runde können wir noch gewinnen. Weil da steht 7-15. Die sind doppelt so gut wie wir. Aber es ist auch noch nicht alles verloren. Das muss man auch dazu sagen. Huch. Auf einmal steht ein Nackter hinter mir. Ja. Und da ist er auch schon wieder am Boden. Ja, bringt uns 100 Kills. Auch gut. 100 Kills, 100 Punkte. Was ist jetzt los? Waffenstillstand? Plötzlich schießt keiner mehr? Ja, doch. Wo ist der denn, Deadpool? Na, zeig dich. Komm, zeig dich. Na, scheiße. Wusste ich doch, dass das nicht gut ausgehen wird für mich. Scheiße. Okay, wir müssen uns wirklich zusammenreißen. Er steht 2-4. Das ist nicht gut. Nee. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Komm. So darf das nicht weitergehen. Keinesfalls. Okay, immerhin, der Server füllt sich gerade. Wie sieht's denn hier aus? Ist da möglicherweise irgendwo jemand? Nee. Zumindest auf Anhieb sehe ich keinen. Immer bitte ein bisschen in die Deckung gehen.
Aha. Interessant. Kannst du dich erinnern, da oben in dem Bunker, das war unsere Posi-Bär, frei für alle? Wo sind denn alle? Wir sind wirklich schlecht. 7 zu 20, wow. Keiner da. 7 zu 21, okay, es ist doch nicht so rasant, wie ich gedacht habe. Ziemlich ruhig für den Trident-Brückenkopf. Normalerweise geht sie immer ordentlich ab. Aber ich sehe auch nicht mal irgendjemanden. Der Server ist gut gefüllt. Deadpool hat zwar überhaupt keinen Ping. Aber vielleicht ist der Server-Host. Das kann natürlich sein. Ach du Scheiße. Was zum Fuck war das denn jetzt? Ich meine, ich habe keinen Schaden genommen. Wahrscheinlich war es ein Verbündeter. Wo sind denn alle? Das gibt's ja nicht. Ich habe hier die halbe Map im Blick und da ist niemand. Kannst du mir nicht erzählen, dass die alle da oben rumgammeln? Give me support. So, wird der beliebt oder nicht? Ja. Yep. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So soll das laufen, mein Team, Freunde. Ja, so nicht unbedingt. Ich sehe niemanden. Das ist auch nur ein Busch. Ich sehe einfach keinen. Er steht 8 zu 25. Es werden hier schon ein paar im Hintergrund gekillt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Interessant. Die Assassin von 17 Metern. Wo steht der denn? Was ist denn das überhaupt für eine Runde, Freunde? Guck dir das mal an. Er steht 8 zu 27. Die haben dreimal so viele Punkte wie wir. Na, jetzt gleich noch ein bisschen mehr, wenn wir nicht wiederbelebt werden. Das gibt's ja gar nicht. Wir werden wiederbelebt, Gott sei Dank. Danke, danke, danke. Das ist ja ein Wahnsinn. Also ich glaube, das können wir einpacken. Die Runde werden wir definitiv nicht mehr gewinnen. Brauchen wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Okay, da oben sieht man nichts. Naja, dann versuchen wir unser Glück. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo werden wir ja hoffentlich jemanden finden. Er steht 2 zu 5 für uns. Das ist peinlich. Vom MVP in der letzten Folge zu 2 zu 5. Hä? Warum sieht den niemand? Sehr interessante Zustände hier. Hoppla. Eieieiei, ich sag's euch. Aber das ist definitiv eine etwas ruhigere Runde. Normalerweise am Trident Brückenkopf geht's noch viel, viel eher ab. Es ist erst Halbzeit und da steht gerade mal 13 zu 29, also da brauchen wir ja fast für den Trident-Brückenkopf länger als für die anderen Karten. Obwohl der Trident-Brückenkopf normalerweise eine der schnellsten Karten im Spiel ist.
So, komm, trau dich. Ich weiß, dass du da bist. Schon wieder der Assassin von 35 Metern diesmal. Wo ist denn der? Spielt der von oben, vom Himmel? Schießt er aus einem Kampfflugzeug oder was macht denn der? Das gibt's ja nicht. Egal, wo ich bin, der ist immer neben mir. So, Hubi. Komm. Zeig dich, Freundchen. Komm, hopp. Pst. Rauf mit dir. Zeig mir deine Birne, ich knall sie ab. Ja, zeigt sich natürlich nicht. Eklar, der Schisser. So, wieder nach unten mit uns. Und diesmal versuche ich mein Glück auf dieser Seite hier. Schauen wir mal, ob es das wird. Hallo, hallo, hallo. Ja, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Ha! Ja! Pendlergast. Pendergast. So sieht's aus. Zu lange gebraucht, um zu switchen. Kann gar nicht mehr reden heute. Zu switchen. Deswegen bin ich nämlich oft einfach mit dem Scope unterwegs, obwohl mir das schon viele Leute hier im Stream gesagt haben und auch in den Kommentaren, benutzt doch lieber das Fernglas, aber genau das ist eben in diesem Fall der Fehler. Der hat mich nämlich gesehen, aber er hat zu lange gebraucht, um zu wechseln. Da war er dann schon weg. Trotzdem ist es besser mit dem Fernglas, natürlich. Versuch nur die Situation irgendwie schön zu reden. Wo sind die Nächsten? Wo sind die Nächsten? Wo sind die Nächsten? Wo sind die Nächsten? Da oben ist diesmal niemand. Alles klar. Boah, steht 17 zu 42. Das ist ein haushoher Verlust, diese Runde. Das ist wirklich nicht gut. Funktioniert eh alles? Ja, nochmal ganz kurz testen. Nicht, dass wieder irgendwas einfriert oder sonst was. Oh oh. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich habe übrigens gesehen, da unten ist einiges los. Was war das denn für ein Kill? Der stand 40 Meter neben mir. Wo geht der denn rum? Dass so nah da unten überhaupt Feinde sind. Warum beschießt die niemand? Wir sind hier zu dritt gerade gewesen. Aha. Okay, ich gehe wieder zurück. Der nicht mehr. Ist noch jemand hier? Asimene ist hier. Und eine Granate ist hier. Okay, der ist weg. Alles klar. Gut, tschüss. Alles klar, alles klar, alles klar. Immerhin, der Server ist jetzt voll. Der Server ist jetzt voll. Dass wir da noch was aufholen. Ich glaube, das können wir uns abschminken. 20 zu 48 steht es gerade. Ich glaube, so haushoch haben wir noch lange nicht verloren. Also schon lange nicht mehr. Aua. Bitte, ich will, dass die Runde nur endet. Das ist ja wirklich peinlich. 5 zu 8 gleich 5 zu 9. Oh Gott, warte mal, belebt uns der wieder? Ah, leider nicht. Das 7 Gestirn. Ah, guck mal, das 7 Gestirn ist hier. Cool. Den kennen wir ja auch schon von Twitch. Super. Hallöchen. Bist du auch hier im Stream gerade unterwegs, das 7 Gestirn? Dann schreib doch mal kurz was in dem Chat, bitte. Ich kenne dich noch vom letzten Mal, von Arma. Na, jetzt sitzt plötzlich niemand mehr da drüben bei dem Scheißhaus. Gerade eben schon noch. Ja, ja. Banner nur.
Eieiei, 22 zu 52. Na, holla die Waldfee. Ja, der ist weg. Leider. Den hätte ich gerade super treffen können. Super wäre das gewesen. Ja, da oben ist sogar schon unser Rivale markiert, der Assassine. Wie viel steht's denn bei dem mittlerweile? 11 zu 4. Aber John Doe mit 15 zu 4. Pff. Dass wir den überhaupt killen konnten, wundert mich ja. Achtung, Achtung, Achtung. Na, scheiße. Der will aufs Schiff. Er schafft's aber nicht aufs Schiff, Gott sei Dank. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 24 zu 52. Wir können den Verlust dieser Niederlage nur noch ein bisschen hinauszögern, aber das werden wir nicht mehr rumreißen können. Da muss schon ein Wunder passieren, dass wir das noch schaffen. Die sind einfach zu gut. John Doe und der Assassin auf der anderen Seite. Das ist zu viel. Zu viel des Guten. Einfach zu viel des Guten. Warum kann ich mich hier wegzubewegen? Deadpool. Haha! Aber wir haben ihn! Super! Er hat uns, wir haben ihn. Wer ist hier? Siebengestirn, mein alter Freund. Danke dafür, der wird mich jetzt wiederbeleben. Super, super, super. Dankeschön, Dankeschön. Danke, danke, danke. Erstmal Erste-Hilfe-Kasten. So, wer schießt denn jetzt noch? Mal gucken, wo der Schuss herkommt. Von da vorne. So, mal gucken, ob den irgendjemand wiederbeleben wird. Deadpool. Heißt das nicht der gleiche von gerade eben? Da kommt aber schon jemand zur Rettung. Scheiße. Okay, wir haben wieder irgendjemanden außer Gefecht gesetzt. Cool. Und einer ist verblutet. Noch cooler. Wir sind aber weg. Vom Assassinen, natürlich. Von wem auch sonst. Ich glaube, die Hälfte von denen seinen Kills sind wir. Na, wir haben die schon ordentlich gefüttert. Guck mal, wir sind schon 10-mal gestorben und die haben gerade erst 55 Punkte. Das heißt, 10 von den 55 stammen von uns. Ja, ist ein bisschen peinlich. Da drüben! Da drüben! So, gucken wir mal. Hallöchen. Noch schöner. Kimmich treibt sich im Bunker rum. Und da war auch jemand, aber der ist gerade weg. Nee, da ist er. Da ist er. 28 zu 55, Leute. Wir haben noch 2 Minuten Spielzeit. Und ich sag noch, naja, wir werden hier sehr schnell fertig sein mit dieser Runde. Die dauert länger als die anderen Karten in diesem Stream in den letzten Folgen. Da war nämlich immer zuerst mal die Punkteanzahl erreicht und dann die Zeit. Und das war gerade am Trident-Rutenkopf. Zuerst mal die Zeit erreichen. Na, wobei, die Runde ist noch nicht aus. 4 Kills noch. Denn normalerweise ist der Trident-Brückenkopf ja dafür bekannt, dass wir hier ziemlich schnell viele Kills kriegen können. Ich kann mich erinnern, wir waren hier sogar irgendwann schon mal dreistellig. Also nicht wir persönlich, aber unser Team halt. Und das waren auch nur 20 oder 25 Minuten bis 30 Minuten Spielzeit. Also, jetzt nicht unbedingt immens viel mehr. Der Kimmich bewegt sich, Achtung. Na, und weg ist er. Sehr schön. Leopardo, super gemacht. Die brauchen wirklich lange Zeit für ihre letzten 4 Kills. Wir haben noch 1 Minute, nicht mal 45 Sekunden. Die Musik setzt mittlerweile schon ein. Sehen Sie. Da hinten ist Deadpool. Unser alter Freund. Na komm, guck nach oben. Ich baller dich nochmal weg. Das packen wir noch. Ja, guck mich. Er guckt nicht, er guckt nicht, er guckt nicht. Na gut, na
Na gut. Die schaffen es tatsächlich nicht, die letzten 4 Kills zu holen. Wow. Wer hätte sich das gedacht, nachdem wir jetzt gerade 2 Runden gespielt haben? Mit denselben Einstellungen, 20 Minuten oder 60 Kills, dann ist die Runde zu Ende, was auch immer zuerst passiert, dass gerade beim Trident-Brückenkopf, wo man normalerweise hier ballert und die Punkte in die Höhe schnellen, wir zuerst die 20 Minuten erreichen. Cool, wir waren Kugelmagnet, was soll das denn heißen? Wahrscheinlich die meisten Tode. Ich will es gar nicht wissen. Ich fürchte mich. Tatsächlich, Tode 10. Oh je, meine. Das war definitiv keine gute Runde für uns und keine gute Runde für unser Team.